Musikmesse 2012 hier in Frankfurt am Main, Halle 5.1, hier am Stand von Avid. Neben mir steht der Lars Kischke. Guten Morgen, Lars. Guten Morgen, Uli. Ich grüße dich. Danke, dass du wieder Zeit für uns hast. Kannst du uns mal einen kurzen Rundumschlag geben, was ihr hier alles so am Stand habt? Ja, gerne. Also wir haben eine sehr große Präsenz dieses Jahr auf der Musikmesse. Wir fangen mit ganz kleinen Einsteigerprodukten an. Wir haben Pro Tools Express neu. Das ist eine Pro Tools-Version, die mit jeder M-Box im Bundle jetzt kommt, also umsonst. Das zeigen wir hier. Dann gehen wir natürlich bis ganz nach oben, System 5MC. Das schauen wir uns gleich auch nochmal an mit unserem neuen DSP-System HDX, der Ablöser von den TDM-Systemen. Wir haben hier Venom, unseren Synthesizer, 11 Rack. Wir haben eine Mainstage mit tollen Präsentationen. 11 Rack auf der Bühne. Ich zeige eine HDX-Präsentation. Wir haben Guest Speaker, Jakob Hellner ist hier von Rammstein, Joad Nevo und Ralf Meyer, also richtig, richtig große Namen in der Industrie, die so ein bisschen ihre Mixing-Sessions zeigen. Also es lohnt sich auf alle Fälle hier live vorbeizuschauen, die Jungs zu fragen, kompetente Antworten hier zu bekommen, vor allen Dingen auch das hier mal live anzutesten und auch den großen Stars mal mit ihrem Spiel halt zuzuschauen und auch deren Tricks ein bisschen mal abzugucken. So ist es, genau. Und wir haben natürlich auch was zu gewinnen hier. Wir haben ein kleines Bundle im Wert von 1500 Euro. Dafür braucht man nur mal mit den netten Leuten mit den iPads sprechen. Das dauert eine Minute und dann hat man eine Chance, auch noch was mit nach Hause zu nehmen. Okay, Lars, wir schauen uns jetzt HDX und Pro Tools 10 ein bisschen genauer an. Mhm, genau, das machen wir. Dann gehen wir vorne an die System 5MC und ich zeige dir ein bisschen, was unser neues DSP-System kann. Okay, dann gehen wir dahin. Pro Tools 10, HDX, Lars. Leg los. Genau, also HDX ist der Nachfolger von der TDM-Plattform. Pro Tools 10 ist zeitgleich ungefähr rausgekommen. Tolle neue Software von Pro Tools mit über 50 neuen Features. Ich zeige euch mal ganz kurz, was HDX im Einzelnen bedeutet. Wir haben hier das System Usage Window auf und man kann hier sehen, dass wir doppelt so viele DSPs haben auf der Karte. Wir haben ungefähr die fünffache Leistung von den alten Systemen. Was ihr hier seht, ist Disc Cache. Das ist ein 10HD-Feature. Das ist sensationell. Damit spielst du alle deine Audio-Files aus dem RAM ab und nicht von der Festplatte. Dadurch ist das System unheimlich schnell. Dann haben wir ein neues Plugin-Format, AAX heißt es. Das ist zum Beispiel der Channel Strip. Der ist neu mit Pro Tools 10. Der ist bei jedem System dabei und hat die Original-Algorithmen aus der System 5-Konsole. Das heißt, wir haben hier wieder native und DSP-Plugins vorliegen, weil wir genau wie auf der DDM-Basis eben diese DSPs fürs Processing nutzen können. Ich sitze übrigens hier gerade an der System 5-Konsole. Das ist eine Work-Surface, die kennt man von der Firma Euphonics, die wir akquiriert haben vor anderthalb Jahren. Sehr schönes Modul und mit Pro Tools 10 haben wir weitere 500 Pro Tools Commands in die Yukon-Integration eingepflegt. Also man setzt sie ans Pro Tools und es ist alles sofort da. Wunderbar. Also super viel Neues gibt es hier zu sehen. Vor allen Dingen kann man das live erleben. Und ich kann euch nur empfehlen, schaut mal hier vorbei. Die Jungs geben sich wirklich Mühe, alles zu erklären, euch alles zu zeigen. Lars, vielen Dank. Vielen Dank, Uli. Ich wünsche euch auch noch viel Spaß auf der Messe. Ja, wir ziehen dann weiter zum nächsten Stand und euch viel Erfolg und bis zum nächsten Mal und wir gehen weiter.